Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Und zwar heute mal nichts von King's Loot oder von Asche die Welt, sondern heute haben wir mal ein Crowdfunding zum Auspacken. Und zwar es ist das Crowdfunding, ein Crowdfunding-Paket von Ulysses zum Thema Starfinder. Und naja, das ist ein bisschen größer. Und dann schauen wir doch mal. Um mal zu zeigen, ein bisschen größer hier. Ne? Das hier ist ein bisschen größer. Es ist aber zumindest ein bisschen umfangreicher als die normalen Päckchen, die ich sonst immer so habe. Und dann schauen wir mal, außer jede Menge Füllmaterial, mal gucken, was wir noch drin haben. Füllmaterial. Wunderschönes Füllmaterial für die, die nicht wissen. Ne? Ah, guck mal. Wenn man halt Gewicht braucht. Jetzt muss man das mal suchen, ewig. Was haben wir denn hier als erstes? Was fällt uns denn hier als erstes in die Hände? So, was haben wir hier? Starfinder. Basen für Aufsteller. Haben wir hier fester Halt für Invasoren. Präsentiere deine Weltraumhelden, fremdartige Monster und Raumschiffe mithilfe dieser stabilen Basen für Starfinder aktueller Aufsteller. Enthalten sind 18 Basen, 11 mittelgroße, 5 große und 2 riesige. Diese eignen sich perfekt für Kämpfe auf Starfinder oder anderen Karten und Unterlagen mit Rastermuster im Rahmen des Starfinder-Rollenspiels. Lass die fremden Kreaturen und Raumschiffe aus dem Universum los. Gucken wir uns doch mal an, wie das Zeug aussieht, die Aufsteller. Aha. Also das ist immer hier die riesigen Aufsteller für Figürchen. Dann hast du einmal hier die kleinen in zwei verschiedenen Farben. Und dann halt noch die mittleren. Ja, das müsste es gewesen sein. Es sind natürlich 18 Stück insgesamt drin. Ja, aber das müsste, glaube ich, im Großen und Ganzen das gewesen sein von den Aufstellern her, ne? Ja. Jetzt habe ich hier 18 Stück rumliegen. Jetzt muss ich erstmal wieder alle zusammenfalten hier. Jetzt müssen wir erstmal wieder alle reinstopfen. Aber warum jetzt dieser eine lila ist, beziehungsweise, ja, keine Ahnung. Alle anderen sind schwarz. So. Hätten wir das auch erledigt. So. Ah, Füllmaterial. Ah, das muss ich mal umpacken hier. Abrinnen Müll. Füllmaterial. Ich hasse Füllmaterial, aber es ist nur notwendig. So, was haben wir denn da als nächstes? Da haben wir jetzt nochmal ein Päckchen mit Basen. Das gleiche in grün nochmal. Hier mal weg mit dem ganzen. So. Da war noch was. Oh, komm raus. Puh, haben wir noch ein paar Bücher. So, da haben wir einmal kein Buch, aber Aufsteller und zwar für Paktwelten. Aufsteller. Das müssten Bodenpläne für Städte, glaube ich, sein. Wir gucken mal nach. Wenn ich es aufkriege. So. Weg mit dem Plastik. Ah, hier. Genau. Sowas hier ist es. Genau,
genau noch die passenden Aufsteller, einmal von vorne und von hinten, und da fällt schon auseinander alles. Also ist alles sehr leicht. Und hast du hier 50 Trillionen Aufsteller in einem Heft drin. Genau. Von allen möglichen Dingen. Beziehungsweise ist noch kleine Karten drin. Kleine Kreaturen, meine ich, sorry. Kleine Kreaturen, mittelgroße Kreaturen, große Kreaturen und halt Raumschiffe. Für die verschiedenen Aufsteller halt. Genau. Hier einmal eine kleine Liste, was da jetzt alles drin ist. Aber ich glaube, das kann man nicht so gut erkennen. Ah, jetzt fällt mir alles vom Schuss runter. So, was da alles. Moment, wo ist die Kamera? Da ist. Ich sehe es nur in ganz kleinen Monitor. Also, mal zusammenzufassen, was da für alles für Aufsteller drin sind. So, geile Sache. Also für Tabletop ist. So, was haben wir hier noch? Ja, die Rüstkammer. In der, ich würde mal sagen, das sieht genauso aus wie das Limited Edition von der Dings aus, hier vom Grundregelwerk. Und sowas habe ich tatsächlich lieber in Buchform als PDF. Weil bei der PDF, da verblätter ich mich ständig, wenn man nur 1 mm zu weit nach unten oder zu hoch geht in bestimmten PDF-Readern, dann ist man gleich wieder auf der nächsten Seite. Das ist immer furchtbar. Und so habe ich lieber ein Buch, in dem ich nachschlagen kann. Aber warum man alles in extra Büchern macht und nicht einfach sagt, einen großen Ausrüstungsband und dann sagt, mehr gibt's nicht. Deal with it. Genau. Neue Ausrüstung. Was jetzt da genau drin ist, werde ich jetzt nicht zeigen. Einfacher Grund. Kauft es euch dann selbstständig. Also was hier ist, neues Equipment, Waffen, Rüstungen. Es sind, glaube ich, auch ein paar neue Klassenvorteile mit drin. Ich glaube auch ein paar neue noch Rassen mit drin. Auf jeden Fall sind neue mögliche, wie heißt's, Archetypen drin, der jeweiligen Klassen. Genau, neue Klassenoptionen, dann hast du neue Fähigkeiten drin, neue Güter, Fahrzeuge, sonstige Güter, Essen und Trinken. Genau, Dienstleistungen erweitert, Transport und Reisen, neue Drohungen und Medizin. Neue persönliche Gegenstände unter anderem auch. Feuerzeug unter anderem tatsächlich. Endlich kann man mal ein Feuerzeug benutzen. Eine Decke, Essbesteck. Das war alles im Grundregelwerk nicht drin. Seil! Endlich gibt's auch Seile. Hast du auch gefragt, ne? Wie willst du irgendwo hochklettern? Du hast nur Kabel als mögliche Ausweichstelle momentan. Jetzt gibt's auch wieder Seile, endlich. Und vor allem hier drinnen, was man auch drin wieder hat, Äxte. Endlich gibt's mal wieder Äxte. In der Rüstkammer, jawohl. Also das Equipment wird wirklich um einiges erweitert. Was Vielfalt angeht, unter anderem auch Schwanzwaffen für Isokis. Schwanzklingen. Das sind ganz witzige Gimmicks drin, ne? So, und dann haben wir jetzt als nächstes Paktwelten von Starfinder ebenfalls. In der Limited Edition, würde ich mal behaupten. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Die Welten, gucken wir doch mal. Ach, hier gibt es neue Motive. Wie zum Beispiel ein Sonnenschüler. Wo ist denn der zu finden? Auch auf Avalon, okay. Und es gibt jetzt auch Karten von den einzelnen Städten.
Was ich jetzt natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen jetzt nicht alles zeigen werde, da kriegt man ja wieder Stress ohne Ende. Robotika, ne? Oder ist das jetzt auf Arbeit? Ach, das ist ja auch egal. Castrovel haben wir eine Übersichtskarte, jetzt eine große auf Deutsch. Was es da alles so gibt. Der Wildhüter. Mhm. Die Absalom-Station. Endlich gibt es auch eine Karte von der Absalom-Station. Das habe ich ja schon lange kritisiert, aber jetzt gibt es endlich eine. Geil. Und das finde ich wieder besser als PDF-Version, weil 90% meiner Spiele mache ich sowieso online. Und jetzt gibt es das Ganze halt einfach mal. Genau. Konzernagent, auch nicht schlecht. Charisma plus, okay. Akidon haben wir auch hier. Wüstenplanet. Genau, ohne Karte. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Kybernetik-Kind. Mhm. Was ist das denn? Der Gladiator gibt's mittlerweile auch wieder. Bloodsport. Ah, Verzis, alles klar. Gucken wir mal. Kybernetik-Kind. Was ist das? Ah, Idari, alles klar. Gehärteter Pilger, die Diaspora. Hätte ich es mal alles kartografiert. So, aber dennoch möchte ich ein bisschen mehr wissen. Traumprophet, schön und gut. Was haben wir jetzt hier noch? Genau, die einzelnen Welten. Biotechniker. Apostai. Genau, Apostai. Genau, da kommen die Dunkelelfen, Halborks, genau. Du, das ist aber sehr. So, was haben wir noch? Xenoarchäologe. So. Ha, einfach mal Kultanhänger. Bumm. So, Raumschiffe, Dead Drift. Biomechanische Schiffe, Waffen. Ich würde das ja alles gerne zeigen, aber ich weiß nicht, inwiefern ich das auch darf. NSCs, aha. Noch ein paar. Genau, Nichtspielercharaktere. Hier werden nochmal grob zusammengefasst, was es so alles für Organisationen gibt. Freie Kapitäne. Fast auch nochmal ein paar NSCs, wenn man ein paar Gegner braucht. Kultanhänger. Sicherheitskräfte, falls man mal tatsächlich Sicherheitskräfte in einem Spiel braucht. Söldner. Nur noch Straßenbanden. Spieleroptionen. Kommen wir doch mal hier hin. So, was gibt's denn hier? Archetypen gibt's neue. Aha. Datenjockey. Mhm. Ein göttlicher Streiter. Runde und Paladinen. Himmelsfeuer-Centurio. Mhm. Sternenritter statt Höllenritter. Neue Talente. Und natürlich gibt es hier drin auch Waffen und Waffenfusionen. Wie ich schon gesagt habe, warum nicht einfach mal eins Stockding? Ah. Nachtbogen. Mhm. Gibt es auch nicht mal eine Erweiterung für Bögen. Neue Waffenfusionen. Neue Rüstung gibt es hier drin auch. Alles klar. Technische Gegenstände, was haben wir denn da? Dosimeter. Ja, okay. Luftränge, hört sich gar nicht so schlecht an. Mhm.
Hybridgegenstände, neue Zauber. Und neue Rassen. Beziehungsweise, was heißt neue, jetzt verfügbare Rassen. Ja. Also die sehen zum Teil wirklich, sehr merkwürdig aus, was man hier spielen kann, dann mehr oder weniger mittlerweile. Genau. Also, Paktwelten, endlich sind die meisten Hauptstädte der Paktwelten kartografiert. Neue Rassen, neue Ausrüstung, warum man das jetzt nicht alles in die Rüstkammer mit reingeflaggt hat, ich weiß es nicht. Der Band, der eigentlich dafür ausgelegt ist. So, was haben wir hier noch? Oh, okay. So, und das müsste es dann erst einmal, so wie es aussieht, gewesen sein, genau. Zumindest in diesem Crowdfunding-Paket. Was haben wir hier? Wir haben den Skitterflugabend, das Skitterflugabenteuer mit ein paar Boni da drinne. Gucken wir doch mal. Mit ein paar Kärtchen. Ja, gesundheitlich auch noch ein bisschen angeschlagen. Erkältung. So, gucken wir uns erstmal das an, was ich rauskriege. So, was ist denn das? Ah, das sind, kurze Kärtchen mit, Karteikärtchen mit, groben Informationen des jeweiligen Planeten hinten drauf. Oder, des jeweiligen Monsters. Wie zum Beispiel einer neuen, spielbaren Rasse. Was kurz und knapp hinten noch zusammengefasst dann ist. Zum Beispiel hier spielt neue spielbare Rasse. Ich weiß bis heute nicht, warum so etwas spielbar ist. Aber nur gut. Mit allen möglichen Werten hinten drauf. Genau. Hast du hier? Genau. Halborks. Genau. Das ist einfach wie ein kleiner Spielleiterschirm, nur halt in Kartenversion, der komplett durcheinander gewürfelt ist. Ja, Halbelfen. Bla bla, Planeten. Genau. Ja, es ist wie ein kleiner Mini-Spielleiterschirm, den man sich wahrscheinlich zusammenkleistern könnte. So, was hast du hier noch? Die Borais, genau. Die Untoten. Spielbare Untote. So. Dann haben wir hier. Etwas, was ich nicht rausbekomme. Doch. Das Abenteuer Skitterflug. So, so ist das hinhauen. Mit den Skittermanda. Genau, Karten. Mit den Helden tatsächlich auch als vorgefertigte Charaktere. Die man ja halt. Bereits, ich glaube, Ulysses hat sogar einmal Let's Play den Skitterflug. Genau. Und genau, hier sind dann einmal die ganzen vorgefertigten Helden drin, die gespielt haben. Und halt das Abenteuer. Oh, die sehen ja nett aus. Genau. Einmal das Abenteuer Skitterflug. Wunderbar, alles auf Deutsch. So, was haben wir jetzt noch drin? Nicht maßstabsgetreu, alles klar. Ja, einmal und zweimal. Wir gucken hier wegen Licht ein wenig. Und machen wir es nochmal so rum. Hoppala. Genau, nochmal ein paar kleine Posterchen.
Genau, was die jetzt genau zeigen, Ausschnitte aus der Packwelt, ich weiß es jetzt gerade nicht. Was haben wir denn jetzt hier noch drin? Ah, noch mehr so ein Zeug. Das will ich nochmal zum Aufklappen. Aber das sieht für mich irgendwie nur eine kleine Fortsetzung aus. Obwohl, nee. Gut, dann haben wir einmal. Das ist richtig rum, ja. So rum. Poster und einmal so rum. Oh, nochmal ein Poster. Was heißt Poster? Das sind so Gebietskarten. Für ein wunderschönes Tabletop-Abenteuer. Wenn man es zu Hause mit seinen Kumpels spielt. Genau. Hast du noch ein paar kleine Umgebungskarten drinne? Sind das alles jetzt nur so eine Umgebungskarten? Nö, hier hast du tatsächlich noch ein Poster dabei. Und zwar mit dem einmal Paktwelten, und das müsste die Rüstkammer sein, als Cover. Und ansonsten müssten das jetzt hier nur noch genau Karten der Regionen sein. Die du dann als auf den Tisch hauen kannst. Wenn man da ist. Genau. Einmal eine Komplettübersicht. So, haben wir hier noch? Was noch mehr? Ich hole einfach mal alles raus. Es müssten jetzt eigentlich komplett nur noch Gebietskarten sein. Genau, hier haben wir einmal Castrovel und die Absalom-Station. Als Plan. Noch einmal die Abo-Dai oder wie das heißt. Oh, hab ich doch gerade dran gehalten. Sehe ich jetzt erst. So. So, und dann einmal so rum. Jupp, alles Bodenpläne. Beziehungsweise Pläne für zu Hause auf den Tisch legen. Für Tabletop-Abenteuer. So wie man es eigentlich auch macht. Geile Sache, muss ich sagen. So. Aber eine E-Mail-Benachrichtigung, das Päckchen heute angekommen ist, hätte ich mir trotzdem von Ulysses gewünscht, aber na gut. Vielleicht machen sie es ja noch nachträglich, aber na gut. Vielleicht haben sie es auch vergessen, ich weiß es nicht. Das Crowdfunding von Starfinder ist halt schon ein bisschen länger her, im September letzten Jahres. Warum dauert das so lange? Ganz einfach. Zum einen hat Ulysses mehr zu tun, als jetzt sich um jedes einzelne Crowdfunding sofort und unmittelbar zu kümmern. Und zum anderen ist es ja auch noch was wegen die Druckereien. Ja, das kostet ja alles Unmengen Kohle, was das angeht. Und die warten ja auch nicht wirklich darauf, dass Ulysses jetzt sagt, jetzt druckt mal für uns. Nein, die haben ja auch schließlich andere Aufträge von anderen Großunternehmen. Von anderen Verlegen. So, haben wir denn noch was hier drin? Oder war es das jetzt? Ein Stück Pappe. Ja, das müsste es jetzt gewesen sein. Außer jede Menge Füllmaterial. Nee, mehr ist nicht. Oder? Ist das? Nee. Oh mein Gott, ich habe den andersfarbigen Plüsch gefunden. Gibt's Achievements. Nein. So. Was hatten wir jetzt alles drin? Wir hatten die Aufsteller. 20 Trajan an der Zahl. Wir haben
eine einmal hier zusammenfassende Kärtchen von allen möglichen Rassen momentan und Planeten. Wir haben das Gittermanga-Abenteuer drin. Wir haben jede Menge Bodenpläne von den einzelnen Planeten. Wir haben das Buch Die Paktwelten mit drin. Das müsste die Limited Edition sein von der Aufmachung her. Wir haben die Rüstkammer drin. Mit Erweiterungen zu Ausrüstung, Equipment, Schießpistolen, neue Klassenerweiterungen und so weiter. Und wir haben dann auch die Aufsteller. Natürlich. Die Pappaufsteller. Im Crowdfunding drin. Alles in Farbe. Tja, da bleibt mir abschließend nur zu sagen, ja. schon geiles Zeug dabei. Vor allem, was für mich wichtiger ist, sind die beiden Erweiterungsbände Paktwelten und Rüstkammer. Beziehungsweise auch das Gittermanga-Abenteuer. Der Ausflug, oder wie hieß es? Der Ausflug? Oh. Gucken wir einfach nach. Der Ausflug? Der Skitterflug. So. Genau, das sind für mich so die lustigsten Gimmicks hier an dem ganzen Gedönse. Ja, und dann sage ich mal, wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing, würde ich mal sagen. Wieder. Genau. Bis dahin. Ciao.